Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedefürst. Wann haben Sie zuletzt gejubelt? So wie es hier im Lied Tochter Zion gemeint ist, nämlich ihren Jubel frenetisch herausgeschrien, ohne Rücksicht auf ihre Lungen, ihre Stimmbänder und ihre Nachbarn. Wenn Sie Fußballfan und Stadiongänger sind, dann warten Sie vielleicht darauf, dass das wieder möglich ist, so ausgelassen zu jubeln. Muss dann nur noch Ihr Lieblingsverein gewinnen. Jubeln und das Herausschreien einer großen Freude, das sind nicht gerade Alltagsbeschäftigungen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das zusätzlich auch ein Phänomen der mitteleuropäischen Kultur, dass wir auch in besonderen Situationen oft eher wie mit angezogener Handbremse jubeln. Dass wir eher zur stillen Freude neigen, wie im Übrigen ja auch zur stillen Trauer. Anders beim Propheten Sacharja, dem Text, der dem Lied zugrunde liegt. Brich laut in Jubel aus, Tochter Zion, schrei deine Freude heraus, Tochter Jerusalem. Sieh doch dein König, er kommt zu dir, ins Recht gesetzt und gerettet ist er, ohne Besitz, voller Demut und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Grautier, dem Füllen der Eselin. Aus Ephraim rotte ich die Kampfwagen aus, die Streitrosse aus Jerusalem, die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er verkündet den Nationen Frieden, regiert von Meer zu Meer, vom Tigrisstrom bis zu den Enden der Erde. So ist in der Bibel in gerechter Sprache die entsprechende Stelle übersetzt. Beim Propheten Sacharja klingt auch mit, was damals wie heute auch gegen den Jubel spricht. Es gibt noch Unterdrückung und Ausbeutung. Es gibt noch Kriegsgerät und das wird auch eingesetzt. Der Friede erfüllt nicht die ganze Erde. Aber es gibt eben auch diese große Hoffnung, die es wagt, Geschichte und Gegenwart noch etwas anderes entgegenzusetzen. Eine Hoffnung, die weiß, ob ich erlebe, wie dieser Jubel endgültig und für immer ausbricht, weil Gott alles in allem ist. Ob ich das in meiner kurzen Lebenszeit erlebe, tut nichts zur Sache. Diese Hoffnung ist größer. Ich weiß selber, solcher Jubel ist nicht immer so einfach. Das ist manchmal auch einfach unmöglich. Das kann sogar unerträglich sein. Es ist aber auch unverzichtbar. Der Jubel ist nicht so einfach, weil mir meine Enttäuschungen in den Knochen stecken. Der Jubel ist dann unmöglich, wenn ich ganz akut tief im Dunkel stecke. Er ist unerträglich, wenn ich die Not anderer ausblende, um jubeln zu können. Er ist aber unverzichtbar, weil ich sonst schon aufgegeben habe und die anderen Kräfte schon gesiegt haben. Dieser Jubel kommt aus der Tiefe der Zeit, angestachelt von den alten Verheißungen, die für die Juden, die damals als Erste Jesus als den Christus glaubten, wieder auflebten. Dieser Jubel kommt aus der Tiefe der Zeit, deshalb hat er die Kraft, auch gegen alle Erfahrungen und gegen den Augenschein immer wieder aufzuleben. Und wenn wir uns trauen, auch in dir und mir.